Hallo und heute geht es darum, mal das 101 Dalmatiner Sticker-Album etwas voller zu machen. Ich hatte vor einiger Zeit einen Kaufdeal mit ein paar Panini-Sticker, verlinke hier. Und ja, da gab es einen ganzen Stapel mit 101 Dalmatiner Sticker. Das Album ist von meiner Schwester, von meiner Kleinschwester wohlgemerkt. Ich habe zwei Schwestern. Und ja, es ist nie ganz voll geworden. Ich weiß nicht, es fehlen hier einige Sticker. Und das Album ist zu einer Wiederaufführung von 101 Dalmatiner damals veröffentlicht worden. Hat 225 Sticker. Oder hat für 225 Sticker Platz. Das ist hier so, ja, hier ist Mickey Maus Werbung von 95 drauf. Das heißt, es ist 1995 etwa erschienen. Also zu D-Mark-Zeiten hat eine D-Mark 50 gekostet. Genau. Und wie gesagt, ich hatte die einmal gekauft in einem schönen Deal. Und ja, wollen wir mal gucken zusammen, ob das hier, naja, wie viele davon hier in diesem Album Platz finden. Also wechseln wir mal kurz die Kameraposition. So, hier haben wir jetzt die Sticker und das Album. Ich habe die Sticker ein bisschen vorsortiert, dass die ja so ein bisschen in die 10er Bereiche sind, dass ich nicht komplett durchs Album blättern muss. Und ja, dann fangen wir mal an und schlagen auf. Erste Seite ist jetzt, da ist kein Bild, ein schönes Motiv. So, und hier sehen wir, hier fehlt Nummer 3, 7 und 14. Ich gucke mal kurz, ich habe jetzt ein paar Bilder jetzt hier. So, was haben wir denn hier? Oh, Nummer 3 habe ich gleich hier oben, die mir fehlt. Wollen wir es auch einkleben? Ja, machen wir. Komm, kleben wir auch ein. Legen wir mal da oben hin, dann können wir nachher erzählen, wie viele mir gefehlt haben. Haben wir das Bild auch drin. Was habe ich jetzt hier noch? 7 fehlt jetzt und 14. Was habe ich denn hier? Oh, Nummer 7. Wahnsinn. Fehlt also, so was haben wir hier? Der ist da oben, der ist doppelt. Und das sehe ich auch, ist da auch Nummer 12. Nummer 10, ja, fehlt jetzt leider auch. Und das ist mehrfach, das ist schon 45. Da gehen wir als nächstes hin. Das heißt, das ist Nummer 7. Die Nummer fehlt auch. Wunderbar. Ach, ein schöner Disney-Klassiker, kann man ganz ehrlich sagen. Macht auch Laune. So, jetzt gehen wir zu 45. Das heißt, 25, all diese Nummern fehlen. Richtiges Durchblätter-Video kommt bei dem Ganzen auf jeden Fall, wenn ich es mal vollständig habe. So, 44, 45 ist auf dieser Seite, fehlt da oben. Wäre jetzt hier, ist doppelt. Doch, da ist der Stapel. Was haben wir denn noch an Nummern? Als nächstes sind wir schon bei 56. 56 hier beim Fernseher haben wir auch. 53 hier oben haben wir auch, leider. 59, nächste Seite. Was haben wir noch? 50 fehlt. Cool. Geht gleich. Was haben wir noch? 68, da geht es schon weiter. Das heißt, das mit Cruella de Vil, ein weiterer Sticker, der in diesem schönen Album oder dieses Album jetzt schön vervollständigt. So, hier sagten wir auch, hier ist Nummer 59. Ah, ist das nicht passend? Hier ein schönes Bild, das fehlt auch wieder. Ja, wie gesagt, ein kleines spannendes Video, mal kurz zum Einkleben. Also die Motive sind auch richtig cool, auch der Humor hier stimmt einfach und es ist richtig dieses Handgezeichnete, das macht es auch Spaß zu sehen. Ja, und die Seite ist sogar komplett vollständig. Und hier sehe ich auch 68, und das Schöne ist, hier unten stehen auch immer die Nummern. Das heißt, die Nummer 68 ist jetzt doppelt. Übrigens, wenn einem von euch was fehlt, man kann mich gerne anschreiben. Solange ich noch Bilder habe, kann man sicherlich ja, tauschen, wie auch immer. 60. Haben wir natürlich auch. Und hier sind wir schon bei 74. Das heißt, weiter geht es. 70, 74. Was wollen wir mehr? Sogar zweimal habe ich dieses schöne Bild. Also,
Beziehungsweise, wenn einer von euch noch Sticker hat, die er nicht mehr braucht von dieser Serie, gerne kontaktieren. Ich habe doch auch noch andere Serienalben, die ich noch vervollständigen möchte. Captain Future ist mein Herzenswunsch, aber da weiß ich, entweder muss ich Geld in die Hand nehmen, weil mir fehlen weit über 200 Bilder. Ja, oder ich muss mal sehen, was passiert. Vielleicht habe ich ja Glück, dass ich auch mal so einen ganzen Satz Captain Future Bilder aufkaufe. So, jetzt sind wir schon bei 86. Das ist die nächste Seite. 70er war nicht viel dabei. Ja, hier sehe ich auch, der ist da. Das ist jetzt die 92. Ach, ist das nicht geil? Dann muss ich das Album mal kurz drehen. Ich mache es gleich wieder gerade, weil ich finde, man legt die dann immer gerne an dieser Linie an. Das ist leichter, wenn man diese Sticker dann immer eben ein bisschen dann auch später angleichen möchte. So, schön an dieser Linie. Und das war's. So, jetzt geht es natürlich wieder gerade, damit ihr auch besser sehen könnt. So, weiter geht es. Was haben wir denn hier noch? Weiter, nächste Nummer. 90. Oh, hier, wunderbar, 90. Wie sich's gehört. Macht das nicht Spaß? Mann, wie tief hat meine Schwester denn gemacht? Den Text kann man fast gar nicht mehr lesen. Also meine Schwester hat das eingeklebt. Aber da war meine Schwester eben jünger noch. Na, das ist, wenn man 95, was wir so gesagt haben, wo dieses aufgelegt wurde, dieses Album, wo auch der Film nochmal in den Kinos gekommen ist. Das ist ja eben mal kurz 27 Jahre. Ne, doch, kann man sagen, 27 Jahre her. Wahnsinn, 27 Jahre Album. Und ich klebe hier wieder Bilder ein. So, was haben wir jetzt? 93. Ah, ist das nicht geil? Vollständig. Jetzt muss ich es aber seitlich drehen. Genau das meine ich nämlich, dass man nämlich gut ansetzen kann. Ich hoffe, das ist auch gut zum Ansetzen. Das ist immer diese Herausforderung bei diesen Stickern. Die sind natürlich Maschinen erstellt. Ich hoffe, ich wahrscheinlich meinen Dickkopf kurz ins Bild zeigen. Mal ankleben. Ich versuche das hier so gut, weil die manchmal nicht unbedingt gleich angesetzt wurden. So sieht es einigermaßen gut aus. Guck mal, haben wir ein tolles Doppelbild vervollständigt. Ist das nicht geil? Richtig hier dieses schöne Bild vervollständigt. So, weiter geht es. Das ist das gleiche, was wir da haben. Auf dem doppelten Stapel. Hier haben wir ein schönes Bild mit ihm. 107. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Jetzt sind wir in den 100er Bereich. 225 Bilder, glaube ich, hat das gesamt. Oder über 230 Bilder. Was sagte ich jetzt hier? 107. Ja, perfekt. Fehlt dir. Hier ist sogar noch die Nachbestellkarte. Das hast du nicht gesehen. Und hier gab es so ein LED-Game damals. Hier kann man wirklich nachbestellen alles. So, also 107. Und wenn ihr jetzt hier auch genau mal guckt, anhand dieses weißen Rahmens, es ist natürlich immer nicht sehr gerade geschnitten. Das sind halt Maschinenarbeit sozusagen. 101. Ach, die besitzen wir, das Bild. So, weiteres. Was haben wir hier? Welche Nummer? 100. 100 fehlt. Wahnsinn. Die 100 fehlt. Ist das nicht toll? Richtig schön. Hier haben wir jetzt ein Bild. Ich glaube, das sehe ich jetzt sogar zweimal. Das haben wir hier, die 103. Auf den doppelten Stapel. So, weiter geht's. Ein paar haben wir noch. Welche Nummer ist das? Übrigens, danke, dass ihr zuschaut. Dass es euch Spaß macht, ein paar Minuten. 104. 104 haben wir hier, ist doppelt. Und auch das 100, was mal gefehlt hat, ist jetzt doppelt. So, und hier haben wir ein schönes Bild, ein bisschen Comedy. 113, und das fehlt hier sogar, Wahnsinn. Also, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Deckel fällt Harry auf dem Kopf. Ja, die haben ja diese Dalmatiner entführt, weil die Cruella ja sich ja Cruella, die will sicher einen Mantel daraus machen möchte.
So, was haben wir hier? Welche Nummer? 118. Sind wir schon bei der nächsten Seite. 118 haben wir da oben. Ne, da fehlt sogar. Geil. Ist das nicht toll? Weiteres Bild, was fehlt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Disney-Film. Emotional und auch schön inszeniert. Wo haben wir noch 14? Das ist die Vorseite. 114? Welche Nummer ist das denn dann bitte? Das ist ja seltsam. Ich habe meine Schwester hier ein Bild eingeklebt. Und das ist die 114. Das legen wir mal außen vor. Welches Bild ist das denn bitte? Ja, da müssen wir mal rätseln. Interessant. Interessant. 141 vielleicht, dass es meine Schwester verwechselt hat. Ich schaue mal kurz nach. Ja, hier fehlt die 141. Mag sein, dass es das Bild ist. Keine Ahnung. Passt auch irgendwo. Hier fliehen sie ja gerade. Ne, da bleibt der viel fast fressen. Ja, das ist die Nummer 141. Aber egal, das muss erstmal drin bleiben. Das ist ganz wichtig. So, was haben wir jetzt hier? Die 24. Auch so ein größeres Bild. So diese Vierer-Bilder. Ja, und hier haben wir das auch. So, und das werde ich mir auch nochmal seitlich legen. Das ist immer eine Herausforderung, diese Vierfachbilder zu machen. Teilweise habe ich später, wenn ich ein bisschen bewusster geklebt habe, ihr seht ja auch, es ist gar nicht so einfach, das anzusetzen, dass das harmoniert. Dass ich die Sachen erst eingeklebt habe, wenn ich sie vollständig hatte, also alle vier. Ja, geht gar nicht so ganz, weil auch die nicht perfekt immer geschnitten sind. Aber das gehört dazu auch so ein bisschen bei diesen Sticker-Alben. Ja, hier haben wir das Bild, doppelt, 27. So. Das sieht ja schon fast aus, 25. Ach, guck mal, wir kriegen dieses Viererbild vollständig. Ja gut, jetzt ist es die Herausforderung, das doppelt zu machen. Also richtig viele passen da rein. Wie gesagt, das eine, ich versuche es mal hier oben drin zu halten. Und jetzt haben wir hier, ist ganz schwer, hier muss man sich versuchen, dass man sich auf eine Seite eigentlich konzentriert, ansonsten harmoniert das nicht wirklich. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Oder was sagt ihr? Ja, hier das Bild, das eine. Wo wir mal sehen wollen, hier haben wir auch, dieses Bild ist doppelt. Und hier kriechen die raus. Das ist 36. Ich glaube, das habe ich gesehen. Das ist sogar vollständig da oben. Und ihr seht hier auch, wie schwer das ist, das richtig einzukleben. So, weiter geht es. Auch hier doppelt. Das ist die 59. Jetzt sind wir schon bei den 50ern. Eine Seite weiter. Na, wo ist denn? Aber das haben wir hier komplett. Das ist auch süß wie die Katze. Eben halt. Oder Sergeant Tips eben halt sich dafür einsetzt. So, hier haben wir die Nummer 155. Das ist schon die nächste Seite. Nee, das ist nicht. Wo ist denn die 155? Oder habe ich jetzt hier? Ach nee, da, fast übersehen. Die 155. Weil es so zusammenhängt ist vom Text hier. Interessant. Da gehört dieses Bild rein. So, weiter. Noch haben wir ein paar. Welche Nummer ist das? 175. Wir, das ist hier, das ist doppelt.
das gehört hier hin, 170. Welche Nummer haben wir hier? 198. Das ist noch eine Seite weiter. Wie ihr seht, es fehlen noch genügend. Ich hatte jetzt ja diesen einen Stapel aufgekauft. Und hier ist das Bild. Das ist doppelt. So, welche Nummer ist das hier? 192. Auch das ist doppelt. Und genauso wie hier ist doppelt. So, was haben wir dann noch für schöne Bilder? Wir sind hier bei 190. 190 ist nochmal die Seite davor. Und die fehlt. Die Nummer 190. Das ist doch cool. Und hier eine, ja, wirklich coole Kurella. Ach, der Name ist für mich ein Zungenbrecher. Kurella, Kurella de Vil. 209. Jetzt sind wir bei den 200ern. Dann merken wir uns auch schon, dass wir uns dem Ende nähern. Wie gesagt, 230 Nummern gab es. Das heißt, sind hier auch hier nur noch zwei Seiten. Haben wir auch hier. Ist doppelt. Was haben wir hier für eine schöne Nummer? 225. Das ist die nächste Seite. Da gehen wir gleich hin. Hier geht es nur bis 220. Mal sehen, was ich noch habe. Wenn ich umklettern muss. 204. Ach, muss ich doch nochmal umblättern, weil das ist die Seite davor. Aber 204 haben wir. Da würde jetzt nur die 202 fehlen. Das heißt, das merken wir uns mal kurz. So, weiter geht es. Welche Nummer ist das hier? 203. Sagten wir ja auch, die fehlt. Wir checken das aber gleich nochmal auf der Vorseite. 201, genau dasselbe tun wir auch. 216 ist dort oben, also doppelt. Genauso wie das doppelt ist. Das heißt, die beiden sind die nächste Seite und das nochmal die Seite davor. Checken wir nochmal die beiden. Lieber auf Nummer sicher gehen. Aber hier sehen wir doppelt und doppelt. So, weiter geht es. Ich sag dir eine Seite weiter. Das ist dann auch die letzte Seite. Und seht euch das an. Gut, das ist ein bisschen schief geklebt. Deswegen werde ich mir es jetzt zurechtdrehen. Aber diese beiden Nummern fehlen. Cool, das ist cool. Das ist echt cool. Es wird nicht hundertprozentig passen, weil meine Schwester schon von Anfang an schief geklebt hat. Aber ich habe versucht, diese beiden jetzt vom Gesicht her das perfekt zu machen. Hier sieht es sehr gut aus. Ja. Und wie ihr seht, da gibt es noch eine Nummer, die fehlt. Das ist genau diese finale Nummer. Und kurz gesagt, es hat sich gelohnt. Und was machen wir mit dem, in dem Bild? Eigentlich bleibt uns nur eins übrig. Das ist ja die 214. Das heißt, dieses Bild, was leider falsch eingeklebt ist, überkleben wir. Geht ja nicht anders. Das ist ja die richtige Nummer. Und die fehlt, die kann ich nicht rausreißen, das heißt, die muss natürlich neu. Das heißt, dieses schöne Bildchen ersetzt dieses Bildchen, was leider falsch war. Ja, das war das Sticker-Album von 101 Dalmatiner. Ihr seht, hier habe ich noch eine ganze Menge Doppelte. Und hier sind die Bilder, die mir fehlen. Ich zähle sie mal ganz kurz, wie viel wir eingeklebt haben. Eins. Neunzehn Bilder haben das Album bereichert. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mit unterhalten. Dann bitte auch gerne ein Like. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und wenn ihr vielleicht beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut!